Gewerkschaftsschule, die heute mit dabei sind, und alle anderen Interessentinnen und Friedensfreundinnen natürlich auch, die heute den schönen schneetreibenden Abend genutzt haben, um noch einen kleinen Ausflug zu machen. Schön, dass gekommen seid. Ja, heute stellen wir uns die Frage, ob ein Mittlerer Osten ohne Massenvernichtungswaffen möglich sein kann. Und dazu haben die Veranstalterinnen, das ist die Steirische Friedensplattform, Pax Christi, der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Österreichische Gesellschaft für politische Bildung, zwei Experten eingeladen, den Herrn Lanz vom International Institute for Peace aus Wien und den Herrn Rakic vom Institut für Studien, Friedens- und Friedensforschung und Konflikt von Leidung. Friedensburg. Okay, geht ganz einfach. Friedensburg-Schleining. Ja, wir haben ein Thema ausgewählt, das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit uns da und mit Österreich zu tun hat. Aber das ist eben auf den ersten Blick nur so. Sicherlich der Mittlere Osten, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel, Palästina, vielleicht auch noch Pakistan, sind vielleicht nicht in nächster Nähe zu uns, aber in Zeiten der Globalisierung wächst ja alles immer mehr zusammen, und wir haben ja aus vielerlei Erfahrungen gelernt, dass das, was auch am vermeintlich anderen Ende der Welt passiert, auch uns direkt betreffen kann, und insbesondere dann, wenn es um Krieg und wenn es um atomare Waffen geht. Wir leben zwar in einer friedlichen westeuropäischen Lebenswelt, es ist uns schwer vorstellbar, auch das Thema Massenvernichtungswaffen ist nicht unbedingt beherrschend in unseren Medien, aber jeder und jedem von uns sind die Städtenamen Hiroshima und Nagasaki ein Begriff, und spätestens seit Fukushima letzten Jahres oder vorletzten Jahres erinnern wir uns auch an die zahlreichen Kernkraftwerke rund um die Grenzen von Österreich. Österreich hat sich ja gegen die Kernenergie entschieden, 1978 mit der Abstimmung gegen das AKW Zwentendorf. Und wie sich dann nicht einmal 10 Jahre später zeigte, war das eine ganz richtige Entscheidung, denn Tschernobyl hat uns dann eingeholt. Und vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, wie das damals war. Man durfte dann bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen, keine Schwammerl, einen Salat oder nur gut waschen. Und einige Jahre später haben uns dann die furchtbaren Bilder der missgebildeten Völker und Kinder eingeholt, die von dort dann an Österreich geschickt wurden. Nach aktuellen Umfragen sind in Österreich immer noch 88% der Bevölkerung für einen Ausstieg der EU aus der Atomenergie, das heißt gegen jede Art von atomarer Nutzung und schon gar Aufrüstung. Aber auch die Waffen, die Kernwaffen, spielen eine große Rolle in der EU, in Europa insgesamt. Das hat auch Geschichte. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die 60er Jahre, oder habt ihr das gehört von euren Eltern. Da waren ja große Proteste gegen die Stationierung von Massenvernichtungswaffen auf dem Boden der BRD. Es ist so, dass auch Europa keine atomwaffenfreie Zone ist. Es gibt 240 taktische Atomwaffen, die lagern in Europa. 100 davon sind aus NATO-Beständen. Die sind auch in den Ländern Italien, Griechenland, Belgien und BRD aufgeteilt. Und das sind Länder, die alle dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind. Das heißt, der Besitz dieser Atomwaffen ist eigentlich illegal nach diesem Vertrag. Bevor wir uns weiter den Endprodukten der Atomentwicklung widmen, will ich noch kurz auf den Anfang der Atomproduktion zu sprechen kommen, nämlich zum Abbau des Rohstoffs, des Urans. 70% der weltweiten Uranreserven liegen in Gebieten von indigenen Völkern, zum Beispiel bei den Dakota in den USA, bei den Inuit in Kanada, den Aborigines in Australien oder den Adivasi in Indien und jetzt konkret auch relevant den Tuareg in Afrika.
Überall, wo heutzutage Uran abgebaut wird, gibt es Proteste von Umweltschützerinnen und Ärztinnen. In den Nachrichten ist gerade Mali ein Thema. An der Grenze zwischen Mali und Niger gibt es große Uranvorkommen und die französische Regierung hat sehr großes Interesse daran, diese Vorkommen zu schützen, weil ihr staatseigener Konzern Areva dort intensiv abbaut. Der Uranabbau ist mit großen Schäden für Umwelt und für Menschen verbunden und erschüttert und schädigt nachhaltig das Erbgut, löst dort große Kindersterblichkeit aus. Alles das, was wir letztendlich auch von Tschernobyl kennen, passiert dort in diesen Gebieten, wo Uran abgebaut wird. Wenn jetzt nun zur Sicherung dieser Rohstoffe, wie wir es jetzt auch immer wieder gehört haben, in der Debatte um Wehrpflicht oder Berufsheer, wenn zwecks Sicherung dieser Rohstoffe militärische Einsätze notwendig sind, dann ist es klar, dass das auch auf Kosten letztendlich der Bevölkerung von diesen Ländern geht, von denen diese militärische Aggression, kann man sagen, ausgeht. Und deshalb ist es auch so, dass Aufrüstung immer Einsparungen im Sozial- und Bildungsbereich bedeutet. Das heißt, das Geld, was eigentlich in die Rüstung fließt, würde sonst für Soziales und Bildung verwendet werden können. Und zudem würde es dann auch verhindern, dass Not und Ungerechtigkeit dort in diesen Ländern, wo Uran und andere Rohstoffe eben abgebaut werden, zunehmen, weil diese Not und Ungerechtigkeit gegenüber den eingeborenen Völkern führt auch zu Flucht und führt letztendlich auch zu deren Widerstand gegen diese koloniale Ausbeutung. Die immense Schädlichkeit der Atompolitik beginnt also mit dem Rohstoffabbau, geht über die Gefahr der Kernkraftwerke hinweg bis hin zur nicht lösbaren Frage der Endlagerung des atomaren Mülls und bis hin zu den Atomwaffen. Der Höhepunkt der atomaren Aufrüstung war im Kalten Krieg zwischen USA und UdSSR. Man hat auf die Abschreckungsdoktrin gesetzt und das bedeutete, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Und da genau liegt die Falle. Denn nach dieser angeblichen Friedenslogik beruht der Frieden auf Verbreitung der atomaren Arsenale und nicht auf deren Beseitigung. Daher kann gemäß der Friedensbewegung die Losung für die nuklearen Supermächte nur heißen Abrüstung. Wichtig ist natürlich auch, dass es zu keiner Verbreitung dieser Waffen kommt und natürlich auch nicht zur Aufrüstung. Und aus dem Grund wurden atomwaffenfreie Zonen eingerichtet. Und es gibt schon mehrere atomwaffenfreie Zonen auf der Welt, eine zum Beispiel in Afrika. Süd- und Mittelamerika ist eigentlich atomwaffenfreie Zone, der Südpazifik, der größte Teil von Südasien, außer Indien und Pakistan. Und es gibt auch eine zentralasiatische atomwaffenfreie Zone. Der Vorschlag nun für die Errichtung einer atomwaffenfreien Zone für die Region des Mittleren Ostens erfolgte das erste Mal durch die Länder Iran und Ägypten im Jahr 1974. Dieser Vorschlag ist auch in der UN-Vollversammlung verabschiedet worden und ein Vertrag über eine Zone frei von Massenvernichtungswaffen würde alle Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, auf Atomwaffen, chemische und biologische Waffen und auch deren Trägersysteme zu verzichten. Bis jetzt sind alle diese Bemühungen gescheitert, meistens an den Vorbedingungen, die einzelne Staaten dafür gestellt haben. Und auch im Dezember 2012 sollte in Helsinki eine Staatenkonferenz zu diesem Thema stattfinden, die in Wien vorbereitet wurde. Und das geschah aber nicht. Diese Konferenz fand nicht statt. Und jetzt möchte ich, Herr Lakic, an Sie als Wissenschaftler die Frage stellen, ob Sie beantworten können, warum aus dieser Staatenkonferenz nichts geworden ist und wie die Hintergründe dafür eigentlich ausschauen. Okay, die Beantwortung dieser Frage wird einige Zeit dauern. Ich werde etwas ausholen, weil ich nicht genau weiß, wie Ihr Wissensstand ist und deshalb eine ausführlichere, aber rasche Einführung in einen Überblick geben über dieses Thema. Zuerst die Frage, was sind Massenvernichtungswaffen überhaupt kurz? Massenvernichtungswaffen sind chemische, biologische, radiologische und atomare Waffen.
chemische, wie zum Beispiel die unmittelbare Reaktion in den menschlichen Körpern auslösen und zu Tod führen. Biologische sind Waffen mit Viren, so wie Anthrax beispielsweise. Radiologische sind Waffen, die strahlen, beispielsweise eine schmutzige Bombe, wo radioaktives Material herumgeschossen wird. Atomare Waffen oder Kernwaffen sind Waffen, deren Energie sich daraus speist, dass der Atomkerne gespalten werden. Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, die Geschichte beginnt im Ersten Weltkrieg an der Westfront, wo Deutsche und Franzosen chemische Waffen einsetzen. Wirklich von dem Einsatz spricht man aber erst ab 1915, wo Deutschland in großem Stil an der Westfront Gas gegen Franzosen einsetzt. Und die Gräuel erschrecken beide Seiten, denn die Soldaten sterben zu Hunderten an Erstickungen. Es wird berichtet, dass sie so laut husten, dass die Lungen zerplatzen. Und insofern herrscht Konsens über die Gräuel, man muss was dagegen tun, beschließt man. 1925 wird die Genfer Konvention zum Verbot chemischer und biologischer Waffen verabschiedet. Interessanterweise hält man sich im ganzen Zweiten Weltkrieg daran, mit Ausnahme von Japan, die gegen China biologische und chemische Waffen einsetzen. Die Amerikaner folgen dann gleich in Korea und Vietnam und viele andere Staaten auch. Zu Kernwaffen. Die besondere Wirkung von Uran, wenn man sie mit Neutronen beschießt, entdeckt der italienische Physiker Enrico Fermi. Er äußert die Vermutung, dass Kerne zerplatzen. Diese Untersuchung bestätigen aber dann in Deutschland Otto Hahn und Lise Meitner. Sie sind sich noch nicht bewusst über das Energiepotenzial, was in Kernen steckt. Das kommt erst nachher zu tragen und schon beginnt der Wettlauf, wer zuerst eine Bombe baut, die diesen neu entdeckten Effekt für zum Zwecke der Vernutzung nutzen kann. Die ersten sind, wie bekanntlicherweise die USA, die erste Atombombenexplosion in New Mexico in den USA tätigen. Übrigens in einem Gebiet der indigenen Ureinwohner, wo eine US-Militärbasis auf Indianerreservoir errichtet worden ist. Die zweite, die Explosion eines weiteren Landes gelingt dann der Sowjetunion 1949. Und man beschließt, dass man was tun muss, beide Staaten sind sich einig darüber, dass man diese, wie man eine Kernwaffe zündet, ist vielleicht ganz wichtig, wenn man jetzt immer in den Medien liest von Urananreicherung und Anreicherungszentrifugen, wie das funktioniert. Also es gibt zwei spaltbare Elemente in einer bestimmten Form, Plutonium-239, Uran-235, 239 und 35 sind jeweils die Anzahl von Neutronen und Protonen in den Kernen. Und das heißt, man beschießt zur Spaltung diese Elemente mit Neutronen, die zerfallen dann in wieder Protonen und Neutronen, und die Idee ist, dass das freigesetzte Neutron wieder ein weiteres Element spalten soll. Das Ganze nennt man Kettenreaktion, die dann stattfindet, wenn man die sogenannte kritische Masse hat. Das heißt, Plutonium und Uran kommen in der Natur vor, so wie sie vorkommen, kann man sie aber nicht nutzen für Kernkraftwerke und auch nicht für Bomben. Man braucht bis zu einem gewissen Grad angereichertes Uran mit in dieser Form eben. Wenn Sie Uran zu 80% anreichern mit Uran-235, dann haben Sie kernwaffenfähiges Uran, bis zu 20%, das können Sie für Kernkraftwerke benutzen. Ja, es besteht eben Konsens darüber, dass man diesen neuartigen Effekt friedlich nutzen kann in Kernkraftwerken, und es wird die Initiative Atoms for Peace gestartet auf internationaler Ebene. Daraus entsteht die International Atomic Energy Association, Agency, die vertrauensbildende Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie bilden soll. Innerhalb der Agency wird dann das wichtigste Rechtswerkzeug begründet, das Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons im Jahre 1970, oder kurz auch NPT oder Nichtverbreitungsvertrag. Das NPT beginnt eben, indem es hinweist auf das Eingeständnis, dass die Vernichtung der Menschheit möglich ist mit diesen Waffen, und dass man etwas
dagegen tun müsse. Es werden Atommächte festgeschrieben, somit auch eine Ungleichheit, eine internationale, wenn den USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China gewährt wird, ihre Atombomben weiter zu behalten und anderen Ländern das verboten wird, aber mit der Einschränkung, ihre Atomtechnologie nicht weiterzugeben und keinen zu ermutigen. Atomare Einrichtungen werden sogenannten Safeguards unterworfen, das heißt Richtlinien zu ihrem Umgang, die von der Agency aus in Wien gesteuert werden und überwacht werden. Und aber zu friedlichen Zwecken darf man dieses Know-how, das Material und die Technik weitergeben. Das hat nicht so ganz funktioniert, ist man dann draufgekommen, weil Indien sehr rasch eine Atombombe im Rahmen dieser Safeguards entwickelt hat, weil man genug Uran selber angereichert hat. Und der NPT ist immer weiter verfeinert worden. Es gibt immer weiter zusätzliche Protokolle. Ein letztes Zusatzprotokoll ist von 1997. Das ist übrigens eins, das der Iran nicht unterschrieben hat, schon unterschrieben hat, aber außer Kraft gesetzt hat. Und die, vor allem Israel und die USA, drängen den Iran auch, dieses zu unterschreiben. Gut, zu biologischen und chemischen Waffen. Hier entstehen aus dem Genfer Protokoll 1925 die Biowaffenkonvention 1972 und die Chemiewaffenkonvention 1993. Gut, ich komme jetzt zum Staat, die zuerst begonnen haben, Nukleartechnologie zu nutzen. Das war Ägypten. 1954, Nasser kommt an die Macht und gründet die Atomenergiebehörde. Zuerst ist die Intention da, das rein zu friedlichen Zwecken zu nützen, er behält sich aber Militärisches vor. Und Nasser wäre nicht Nasser, wenn bald schon ein Waffenprogramm begonnen hätte, nämlich im Jahr darauf, 1955. 1957 schließt Nasser einen Vertrag mit der Sowjetunion über Nukleartechnologietransfer. 1961 ist der Forschungsreaktor in Inchas fertig und läuft, also erreicht Kritikalität, das heißt, dass die Kettenreaktion abläuft. Nasser engagiert viele Wissenschaftler aus Nazi-Deutschland, die auf der Flucht sind, die ihm vor allem das Raketenarsenal ausbauen. Sogenannte Mittelstreckenraketen, die Atomsprengköpfe tragen können. Es genügt nämlich nicht, eine Atombombe am Boden zu zünden. Ihre zerstörerische Wirkung kann sie erst ab einer gewissen Höhe entfalten. Also braucht man diese Raketen, die diese großen Sprengköpfe auch tragen können. 1960, Nasser bringt zum ersten Mal öffentlich die Atomwaffen in Verbindung mit der Vormachtstellung, die er gedenkt, mit Ägypten weiterhin einzunehmen und uns die im Israel droht, abspenstig zu machen. 1963, die USA übrigens waren noch nicht in dem Status, dass sie Israel in dieser Bedingungslosigkeit, die heute unterstützt haben, sondern aufgrund ihrer antikolonialistischen Vergangenheit irgendwo eher Israel kritisch waren und Ägypten gewarnt haben, dass möglicherweise ein Rüstungswettlauf starten könnte, weil sich Israel bedroht fühlen würde durch das Atomwaffenprogramm und Israel eventuell bedrohlichere Waffen entwickeln würde. Jedoch, es gab viele organisatorische, technische und personelle Probleme. Personelle Probleme vor allem deshalb, weil der Mossad reihenweise die deutschen Wissenschaftler umgebracht hat. Nasser will dann Atomwaffen direkt von China und der Sowjetunion, die verweigern ihm das, ermutigen aber selbst Uran anzureichern. Soweit kommt es dann nicht, wie wir wissen, der Sechstagekrieg. Im Sechstagekrieg erleidet Nasser eine schwere politische Niederlage und auch persönlich ist er schwer gezeichnet, sodass er 1970 stirbt. Sadat wird Präsident und stellt das Programm ein. Er treibt dann jetzt schon eine Integration in den Westen sozusagen voran. Die USA sind sehr erfreut über die Entwicklung von Nasser, von Sadat, bieten freiwillig einen Atomreaktor an, unterschreiben das NPT 1981. 1982 bekommt Ägypten den ersten Forschungsreaktor. Den der USA kann man sich dann doch nicht leisten, also kommt er 1997 erst. Ja, 2004
gibt es einen ersten Aufschrei bei der Agency in Wien, weil man Forschung ortet, die eventuell für Atomwaffen benutzt werden könnte. Das verpufft dann aber wieder, weil eine sehr große Transparenz beim ägyptischen Atomprogramm herrscht. Zurzeit verfügen die Ägypter über 850 Nuklearwissenschaftler, über 300 bis 400 Techniker. Und 2015 soll der erste ägyptische Kernreaktor ans Stromnetz gehen. Die Entwicklung ist vielleicht interessant im Hinblick auf, was macht die Muslimbruderschaft in Ägypten, wie werden sie sich verhalten. Ja, warum beginnt Ägypten dieses Atomwaffenprogramm? Um eben, wie ich schon gesagt habe, diese traditionelle Führungsrolle zu wahren, die Ägypten hat. Man rüstet auf allen Gebieten auf. Darüber hinaus gibt es auch Bestrebungen im Iran, im Irak und Libyen, Atomwaffen zu erwerben, zu entwickeln, und das kann Ägypten nicht auf sich sitzen lassen. Darüber hinaus auch noch, Nasser will seine Basis, seine säkulare arabische Ideologie weiterverbreiten und bekennt auch offen in den 1960ern den israelischen Nuklearvorsprung, der damals schon ersichtlich ist, einholen zu wollen. Das heißt also, Israel war nicht alleine der Grund für das Atomprogramm von Nasser. Und was in allen anderen Ländern, zu denen ich kommen werde, auch noch der Fall ist, dass das Programm nicht unumstritten ist und eher auf Einzelpersonen zurückgeht. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass natürlich Atomwaffenprogramme umstritten sind, weil dadurch auch die Wahrscheinlichkeit vergrößert wird, dass ein anderes Land aus einem Bedrohungsempfinden heraus angreift. Das werden wir bei allen anderen Nahostländern auch finden und auch bei Israel, aber die umgehen das mit einem ganz geschickten, gefinteten diplomatischen Schachzug. Gut, ich komme zum Irak. Dort wird 1956 die irakische Atombehörde ins Leben gerufen, 1959 ein Abkommen mit der Sowjetunion. Es geht um Studentenaustausch für Know-how-Erwerb. 1962 wird ein Versuchsreaktor gebaut, der ab 1968 läuft. 1968 wird vorbildhaft das NPT unterzeichnet, 1969 ratifiziert. Dann kommt die Baath-Partei an die Macht, 1968. Und Saddam, damals noch nicht Staatsoberhaupt, gibt ein Nuklearwaffenprojekt in Auftrag. Er verleiht dem Nachdruck. Und er erwirbt 1975 einen Kernreaktor von den Franzosen und gewährt im Gegenzug billige Erdölkonzessionen. Der Reaktor, von dem wir sprechen, ist der sogenannte Osirak-Reaktor. Was Saddam Hussein auch noch erwirbt, ist jenseits von den Safeguards Uran, nämlich von Niger, Brasilien und auch von Portugal. Ja, dieser Reaktor Osirak wird 1981 zerstört von Israel, die Saddam Hussein damals schon nicht trauen, obwohl Irak, das muss man bedenken, massiv unterstützt wird von den USA, von Deutschland und von Frankreich. Was aber schon zuvor geschehen ist, ist, Saddam hat den Iran angegriffen. Und in diesem Krieg, der erste Golfkrieg, der von eben 1980 bis 1989 dauert, wird Saddam Hussein massiv unterstützt vom Westen gegen den Iran, vor allem durch die Errichtung Infrastrukturen zur Produktion von Gas, das vorrangig für chemische Waffen eingesetzt wird. Der Iran erleidet dadurch massive Verluste in einem Krieg, der eine halbe Million bis eine Million Tote fordert. Unterstützt vom Westen, wohlgemerkt. Ja, 1991 hört sich diese Unterstützung dann schlagartig auf. Irak besetzt Kuwait. Saddam startet ein Programm zum Erwerb der Atombombe, verleiht massiv Nachdruck und hat auch vor, mit biologischen Waffen Riad in Saudi-Arabien und Jidda und auch Tel Aviv mit biologischen Waffen zu bombardieren. Das gelingt nicht, weil die USA bekanntlich einmarschiert, den Irak besetzt, und es erweist sich, dass Saddam Hussein eventuell einige Monate bis maximal 3 Jahre vom Erwerb einer Atombombe entfernt gewesen ist.
auf Druck der USA und unter der Besetzung wird die B-Waffen-Konvention ratifiziert. Man findet auch zusätzlich viel undeklariertes Brennmaterial und interessanterweise eine elektromagnetische Anreicherungsanlage für Uran, die in der Art und Weise beim Manhattan-Projekt gebaut worden ist und so uneffizient ist, dass sie eigentlich keiner mehr benutzt. Aber aufgrund ihrer archaischen Bauweise ist sie der Agency nicht aufgefallen. Und es hat auch massive Forschungen an Design für Kernwaffen gegeben. Es werden alle Massenvernichtungswaffen entsorgt und fast täglich finden Inspektionen der Agency statt. Dazu kommen UN-Sanktionen gegen Saddam, wöchentliche Luftangriffe bis 2003, die so regelmäßig stattgefunden haben, dass sie die Medien schon gar nicht mehr interessiert haben. Das darf man nicht vergessen und sich dann auch nicht wundern, dass die Iraker 2003 nicht erfreut waren, die USA zu sehen, wo man im Endeffekt keine Massenvernichtungswaffen gefunden hat. 2009 wird die Chemiewaffenkonvention auch ratifiziert. Ja, Gründe, warum hatte der Irak ein Atomwaffenprogramm, das ja wieder die Baath-Partei mit ihrem missionarischen Anspruch, das Drängen um Einfluss in der Region, die Rivalität zu Iran, die auch traditionell war, man spricht da auch oft von der Rivalität Perser und Babylonier bei Saddam. Okay. Ich überspringe jetzt und komme zum Iran. Vielleicht nur zusammenfassen eher. Okay, der Iran. In den 60ern wird der Schah interessanterweise gedrängt, von westlichen Ländern ein Atomprogramm zu starten. Er macht es also nicht von sich aus. Ein Forschungsreaktor wird erworben, das NPT vorbildhaft ratifiziert. Das Atomprogramm wird gestartet. Die Atombehörde ins Leben gerufen, unterstützt von Frankreich, den USA und Deutschland. Der Schah schlägt dann auch 1974 eben die besagte atomwaffenfreie Zone vor, die von Sadat dann zu einer massenvernichtungswaffenfreien Zone erweitert wird. Dieser Versuch misslingt, dazu komme ich nachher noch. Der Schah bekennt dann, er wäre zwar gegen die Atombombe, wenn aber andere Nationen sich rüsten, dann würde er das auch tun. Andere Nationen wären Pakistan, Irak, Libyen und Israel. Tatsächlich fühlte sich der Iran bis 2003 bedroht von Saddam Hussein im Irak, von Pakistan und von Libyen und auch von Israel, vielleicht auch eventuell in dieser Reihenfolge. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt vergessen. Das Atomwaffenprogramm des Schahs, nimmt erkennbare militärische Züge an, die USA sind beunruhigt, doch dann kommt die Islamische Revolution dazwischen, die zwei Kernreaktoren erbt. Khomeini bricht das Kernwaffenprogramm ab und dann greift der Iran an. Mit dieser besagten 500.000 bis 1 Million Tote, die auch zum großen Teil durch chemische Waffen von Irak verursacht worden ist. Das ruft im Iran ein großes Trauma hervor. Rafsanjani, damals Parlamentssprecher und Vorsitzender der Streitkräfte, sagt, wenn der Krieg an entscheidende Punkte komme, dann würden keine moralischen Lehren und Verträge etwas nützen. Das heißt, man vertraut nicht mehr auf dieses internationale Regelwerk und beginnt selbst ein Atomwaffenprogramm 84 bis 85. Im Rahmen dessen war auch der berühmte Abdelkadir Khan im Iran, der Vater der pakistanischen Atombombe. Dem CIA ist ab 1992 ein Waffenprogramm im Iran bekannt, das sogenannte Ahmad-Plan, das ist nicht so wichtig vielleicht. 2003 wird dieses koordinierte Waffenprogramm unterbrochen, ortet man, aus internen Erwägungen über die regionale Sicherheit. Sie wissen, dass der Stand der Streifzug der USA gegen die Taliban in Afghanistan hat stattgefunden und 2003 wird Saddam Hussein auch entmachtet. Jetzt komme ich später noch kurz. 2009 wird angeblich diese Fatwa von Khamenei verabschiedet. Interessanterweise ist sie nicht so ganz lokalisierbar und es gibt schwere Zweifel, ob diese Fatwa wirklich hier geäußert wurde. Diese Fatwa, wo Khamenei spricht über die Unvereinbarkeit einer Atomwaffe mit den Prinzipien des Islam. 2009 wird eine Urananreicherungslage in Qom entdeckt.
2009 legt der israelische Computervirus Dux einige Urananreicherungszentrifugen lahm. Die USA bieten dem Iran Austausch von Uran an. Ahmadinejad willigt ein, die Führung lehnt jedoch ab. Dann beginnt man 2010 in Natanz Uran anzureichern. Brasilien und die Türkei bieten sodann Uranaustausch an. Diesmal sind alle einverstanden im Iran, jetzt lehnen die USA aber ab, weil mehr leicht eingereichertes Uran als ursprünglich ausgemacht vorliegt. Gespräche in Genf und Istanbul finden statt, 2011. Und die Agency drängt ab 2011 auch, dass dieses besagte Zusatzprotokoll unterschrieben werden müsse, das den Inspektoren Inspektionen innerhalb von ein paar Stunden erlaubt und auch Satellitenfotos für die Inspektionen benutzt werden können. Der Iran hat es unterschrieben, weigert sich aber, das geltend zu machen. Ja, das Letzte, was passiert ist, die Anreicherung in Qom ist erneut gestartet worden. Im Laufe des letzten Jahres ist das Ölembargo der EU-Staaten in Kraft getreten. Die Wirtschaftskrise im Iran ist jetzt auf ihrem Höhepunkt, beziehungsweise die Wirtschaft auf dem Tiefpunkt. Letzte Woche fanden Gespräche in Wien statt, die Fortsetzung wird am 12. Februar geschehen. Warum hat der Iran sein Atomwaffenprogramm überhaupt gestartet? Es war sicherlich das hegemoniale Interesse des Schahs und die Feindschaft mit dem Irak, dann das irakische Atomprogramm, die Feindschaft mit dem Irak, die traumatischen Erfahrungen, man wollte sich selber schützen mit stärkeren Waffen und das massive Bedrohungsempfinden von Seiten Pakistans auch und Israels. Bis 2013 interessanterweise die USA nicht als Bedrohung wahrgenommen worden. Es ist sogar begrüßt worden, dass die USA die Feinde Teherans, nämlich die Taliban, bekämpft haben ab 2001 und dass Saddam Hussein entmachtet wurde. Das heißt, der Iran fühlt sich weniger bedroht und bietet den USA Kooperation an. Gleichzeitig wird man aber auch Teil der Achse des Bösen und das Bedrohungsgefühl im Iran steigt wieder. Gut, die Anreicherung die eigene Anreicherung von Uran im Iran gilt als unökonomisch. Deshalb fragt sich, wozu das Ganze? Man spricht davon, dass erst ab 10 Reaktoren, die der Iran nicht hat, das Ganze ökonomisch wird und nur ein Drittel aller Kerntechnologie nutzenden Staaten reichern selber an. Russland würde auch dem Iran Uran liefern. Jetzt fragt sich, warum gibt es dieses Atomwaffenprogramm, Atomprogramm? Man könnte sagen, dass das Atomprogramm für alle Kernambitionen des iranischen Regimes steht, nämlich staatliche Autonomie. Man will selber diese Technologie erreichen, man will selber Uran anreichern. Es würde so ein gewisses Prestige bedeuten, das selber zustande zu bringen. Und das Regime legitimiert sich dadurch selber, indem es das zustande gebracht hat. Der Anti-Amerikanismus und anti-israelische Reden gelten eigentlich schon seit einiger Zeit als letzter Standbein der Legitimität des Regimes im Iran. Deshalb könnte es sein, dass das Minimalziel des iranischen Atomprogramms eventuell ist, das Know-how zu erwerben und die Möglichkeiten bereitzustellen, theoretisch eine Atombombe zu produzieren. Okay, dann nur schnell zu Israel. Der Grund, also die Grundlage, auf der ich dann die Frage beantworten kann. Israel erwirbt Atomwaffen in den 1960ern. Die USA probieren vehement Israel daran zu hindern. 1963 findet dieser berühmte Ausspruch von Shimon Peres an John F. Kennedy statt. Israel wird nicht das erste Land sein, das Atombomben in die Region einführt. Von da an gilt das als die Standardformel, die Strategie der Ambiguity sozusagen. Israel bekennt nicht offen, dass es über Atomwaffen verfügt, auch wenn es über diese verfügen würde. Das ermöglicht innenpolitisch über diese Atomwaffen weiterhin zu verfügen. Außenpolitisch verhindert es auch ein Wettrüsten, weil man immer noch sagen kann, man hätte diese Atomwaffen nicht.
1968 bekennt Levi Eshkol, dass das Know-how über die Bombe vorhanden sei bereits und ab 1969 eventuell schon der Zeitpunkt, wo die bedingungslose Unterstützung seitens der USA von Israel einsetzt, das sogenannte Nixon-Meyer-Abkommen, Richard Nixon und Golda Meir, das Abkommen, dass Israel keine Atomtests ausführt, kein Eingeständnis der Atomwaffen macht und auch die nuklearen Waffen nicht sichtbar sind. 1974 liegen dem US-Geheimdienst dann schon definitiv, sagt man, Kenntnis vor über das Vorhandensein von Atomwaffen. Die erste Sitzung im Knesset über Atomwaffen findet erst 2000 statt. Gut, von israelischen Politikern wird des Öfteren eingestanden, dass sie in diesen Aussagen weiterhin mehrdeutig bleiben werden, aus gutem Grund, weil es weiterhin eine abschreckende Wirkung hat. Und man geht davon aus, dass Israel seit ab 2003 über Zweitschlagsfähigkeit verfügt. Noch schnell das Arsenal. Man geht davon aus, dass zwischen 200 bis 500 Sprengsätze vorhanden sind. Ja, es gibt Hinweise, dass viermal bereits Israel erwogen hat, seine Atombomben einzusetzen, 1967 im Sechstagekrieg, 1973 im Yom Kippur-Krieg, 1982 im Libanon-Krieg gegen Syrien und 1991 gegen den Irak. Gut, C-Waffen werden auch des Öfteren eingesetzt, das letzte Mal 2006 im Libanon-Krieg, Phosphorbomben sind sehr beliebt. Ja, warum hat Israel das Atomprogramm? Die Angst über die existenzielle Auslöschung in Israel ist sehr groß. Man vertraut nicht, also das ist eines der Grundprinzipien des Zionismus, die aus eigener Kraft genügend Vermögen zu haben, um die eigene Existenz gewährleisten zu können. Und auch gleichzeitig eine gewisse Analogie Atomwaffen, Explosion, Holocaust, mit der auch in der israelischen Politik oft gespielt wird. Ja, die Feindschaft in der Region ist bekannt. Israel ist umzingelt von Ländern, die mit ihm im Krieg sind. Und man will weiterhin diese Strategie der Abschreckung durch den Besitz von Atomwaffen fahren, weil man sich eben nicht verlassen will auf andere Länder. Die massenvernichtungswaffenfreie Zone, wie eben schon gesagt, fast die ganze südliche Hemisphäre ist eine massenvernichtungswaffenfreie Zone. Die Idee, im Nahen Osten diese Zone einzurichten, hat im Jahr 1974. Sadat unterstützt ihn, weitet es aus für einen Resolutionsentwurf über die massenvernichtungswaffenfreie Zone. Alle Staaten stimmen dafür, Israel und Burma übrigens enthalten sich, man wollte nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Und mit einer Resolution der Generalversammlung ist eigentlich noch nichts beschlossen. Die arabischen Staaten wollen von Israel, dass dieses Abkommen unterschrieben wird, als Vorbedingung für Friedensverhandlungen. Und Israel bis heute sagt, dass nur Frieden eine Voraussetzung ist, diese massenvernichtungswaffenfreie Zone zuzustimmen. Das erste Mal unterschreibt Israel 1981 einen Entwurf, aber dann keine Resolution, so spielt man auf Zeit, auch 1995, die letzten Gespräche 2010 und jetzt 2012 sind sie abgesagt worden auf Drängen der USA, die Sicherheitssituation Israels nicht gegeben sahen durch den Angriff durch die Raketen der Hamas. Das heißt, die Bedrohungslage für Israel hat sich nicht geändert und somit auch nicht die Gründe, warum man eigentlich über Massenvernichtungswaffen verfügt, war eigentlich auch nicht. So wird Israel wahrscheinlich keine vertraglichen Garantien akzeptieren und somit ist auch eine massenvernichtungswaffenfreie Zone im Nahen Osten nicht absehbar, bis sich die Bedrohungslage ändert, würde ich sagen. Gut, das war eine sehr lange Beantwortung der Frage. Okay, du hast uns ja sicher sehr viel Stoff zur Diskussion.